Was geht ab, meine kleinen Russ? Hier ist Rahimi. Ihr habt richtig gehört, ich bin heute nicht auf dem Stand. Was geht ab, meine kleinen Russ? Hier ist Rahim. Ihr habt richtig gehört, hier ist Rahim und ihr seid auf dem krassesten, heftigsten, rundum YouTube-Musik, alles Kanal der Welt. Richtig. Und wir haben den Spezialgast, Dana Rolle. Yeah. Ich muss so ein Soundboard mir holen, wo ich dann so Soundeffekte reinschieben kann. Ja, und dann machen wir so Kinder. Ja. Oder wir holen einfach Butch, weil der macht auch die ganze Zeit irgendwelche Sounds. So, Leute, ihr habt in die Kommentare geschrieben, wir sollen uns nicht nur mit der Musik beschäftigen, der ganzen Groups und Artisten und Künstler und sonstiges. Artist, sondern auch mit dem, was die für einen Quatsch machen, wenn die in den öffentlichen Medien unterwegs sind. Und wir hatten da schon Videos gemacht zu BTS, Blackpink und das war's. Ja. Ja, die hatten so Flinch-Aktionen gemacht, also Blinzeln bei James Corden war das, ne? Mhm. Und ihr habt geschrieben, wir sollen uns auf jeden Fall auch noch angucken von BTS, wenn die bei der lieben Ellen DeGeneres sitzen und da irgendwas mit einem Fangirl passiert. Wir wissen nur Scared, weil das steht im Titel, aber ihr habt gesagt, das ist so lustig, wir sollen uns das auf jeden Fall anschauen. Ich bin gespannt. Ich auch. BTS. Okay, you guys, I know it's very exciting. There's the close proximity. So it's good to see you, and you've changed now. I have to get you to introduce yourselves again. Krass. Was? Wie viele, ja, und dann auch noch wie nah, so, ne? Die sind so richtig so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, süß, die knien alle so. Ach, stimmt. Ach, das genau. Hab ich gar nicht gecheckt. Ah, das sind gar keine Schüler, die knien einfach auf dem Boden neben der Bühne. Oh, okay, okay, okay. And you've changed now. I have to get you to introduce yourselves again, because you used to have different hair. So. Oh. Wie du. Man macht sie an den Haaren aus. Ja, wie ich. War es bei dir einfacher oder nee, was? Nee, ich habe es genauso gemacht. Aber ja, weil man beim als, zweiten man ist Mal schon, waren die Haare anders. Und dann war relativ, ich so, hä, wer ja, ist jetzt wer? Es ist ja relativ ungewöhnlich, dass jemand so oft die Haarfarbe wechselt. Oder ja, irgendwie. Und dann macht man die ja schon irgendwie vor allen Dingen an der Haarfarbe ja, erstmal fest. Aber es wissen wir halt jetzt besser. Oh, all right, who's who? Yeah. Guck, Ellen ist auch ehrlich. I'm RM. I'm kind of like a spokesperson and the leader for this group. All right. Oh, wie sie auch direkt die definitive Beschreibung, wer sie sind. Ja. Yeah. Witzig. Yep. Yeah, huh? Hi, I'm V. Good to see you again. I'm your home, you're my home. I'm J-Ho. I am Suga. Oh. 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 What's up? Wer war er jetzt? Die haben das nicht verstanden, dass sie es selbst im Untertitel nicht mehr reingebracht haben. So you learned English. Last time you were here, you were telling me you learned English by watching Friends. Of course. And then ich habe übrigens auch Friends das ein oder andere Mal komplett durchgeschaut und auch immer wieder aktuell, wenn es mir langweilig ist und ich irgendwas. Es ist wirklich mit einer der besten Serien, die ich wirklich sehr, sehr gerne und sehr oft geschaut habe mittlerweile. Und ich habe auch viel Englisch über Friends gelernt. Witzigerweise. Vielleicht habe ich deswegen RM als mein Bias, weil wir sind, wir haben beide über Friends viel Englisch gelernt. Direkt so eine Connection. Klar hatte ich auch Englisch in der Schule, aber. Yeah. You came on the lot and you surprised some fans when you went to the set, right? Yes. Was that fun? Like, it was a real set. Yeah. So I was like sitting on the couch and, Rachel. Wow. So it was so fun. Okay, yeah. Ah, krass. Awesome. Awesome. Surprise. Yeah, we done that. That was so funny. Geil. Wann haben die das gemacht? Weiß ich nicht. So, you went to aber das war ja hier anscheinend, oder was? Die haben ja die Klamotten da an. Ah ja, stimmt. Vor dem yeah, we done that. So, you went to the Billboard Awards again. That's where you made your debut. So, yes. Was it like to go back and to have this kind of success and go back to the Billboard Awards? Yeah, we were always dreamed about performing at the BBMAs. Yeah. Dream come true. Das glaube ich. It was really special. It was really fun. Yeah. Oh my God.
Oh, süß. Boah, er macht nur so und die flippen aus. Ja, geil. Mega geil. Aber sie hat das auch hinten gemacht. Yeah. Oh my God. Your fans are called the Army. Yes. And do you have anything to say to your fans? Uri Pendant, how much have we spent with? Army, I love you! Krass. And I have to ask, this is, I'm gonna ask this question for all of the young ladies sitting here. Is anyone... Yeah. I don't even know what the question is yet. Is anyone here dating? Well, are you... do you have a girlfriend? Oh, Ellen. I want to tell you, I think you have. Like, thanks to you, like, now, like, every Koreans know what the word hookup means now. Oh, yeah? Cause, yeah, because last time you asked a question. I see. Yes. Wow, that's because of me? That's wonderful. Yes, that is wonderful. It is wonderful. Well, y'all are wonderful. I appreciate you being here. You can go to ElleenTube. You can watch another song from BTS if you go to ElleenTube. And, Sie haben die Frage umgangen auf jeden Fall. Wieder einmal. Aber... Ich meine, ja, alle K-Pop-Fans und die ARMY, die wissen ja, dass es denn nicht gestattet ist, eigentlich Freundinnen zu haben. Gar nicht? Gar nicht, also zumindest in der Ausbildungszeit, soweit ich es mitbekommen habe. Ich weiß nicht, wie streng es bei BTS ist, weil die ja bei Big Hit. Ja, es ist ja nicht einer der drei großen Entertainments. Kann sein, dass es da dann nicht so streng ist, aber das wissen die Zuschauer besser wahrscheinlich. Aber wenn sie wahrscheinlich jemanden haben, dürfen sie es nicht öffentlich machen. Noch dazu, ja. Also selbst wenn sie jemanden hätten und so weiter und so weiter. Und dann ist ja auch, ich weiß ja auch gar nicht bei allen, wie da die Sexualität, wie bekannt das eigentlich ist. Ob die alle... Ist das überhaupt so ein Ding in Korea, dass man das auch so öffentlich macht? Ich glaube eben nicht. Aber das wissen die Zuschauer auch besser. Ich meine, mittlerweile, ja, hier in Deutschland und auch in den USA kann man ja ein bisschen öffentlicher oder offener mit umgehen, ob man jetzt irgendwie hetero, homo oder sogar asexuell ist. In den Kommentaren stand ja schon, dass Korea auch sehr konservativ ist. Absolut. Und auch mit den Girlgroups da ja auch sehr viel war, dass sie sehr so in eine Schiene gedrückt wurden, so sehr girly oder sehr sexy zu sein. Tut mir leid. Ja, politisch ist das, wissen wir ja, dass das in Korea da natürlich ein bisschen anders abgeht. Aber ja, ich weiß ja nicht, wie das dann nach außen noch kommuniziert wird zusätzlich, weil die ja auch wirklich mittlerweile in den USA unterwegs sind und so weiter. Aber na gut, gucken wir weiter. I also want to say. Wow. Yes, if you go to. Er ist auch bei James Corden hingefallen, ne? Ja. Geil. Zum Glück saß er nicht auf so einem hohen Stuhl, der wäre nach hinten umgekippt. Der wäre wirklich den Mädels in die Arme gefallen. And I also want to say. Wow. Wow! Oh! Wow! Oh mein Gott! Wow! 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 I also wanna say. Oh Gott, er schreit ihm richtig ins Gesicht. Voll, der muss einen Hörschaden bekommen haben. Aber Worldwide Handsome hat sich auf jeden Fall als erstes erschrocken. Er war so der Schnellste. Mhm. Er chillt ja noch so sein Leben hier eigentlich. Und dann sieht er ihn plötzlich und dann fällt vorbei. Er runter. Und Sugar ist voll gechillt, Alter. Chillt da so. Voll. I don't care. And I also want to say. Eine ganz kurze Reaktion. Aber warst du gar nicht auch bei Flinch derjenige, der richtig cool war? Der sich gar nicht bewegt hat? Kann sein. Ich glaube, es war auch Sugar. Doch, ich glaube, es war auch Sugar. Er ist doch mit RM hintergegangen, oder? Ich weiß gerade nicht. Ich kann mich ans Video gerade nicht mehr erinnern. Wow! Krass. Oh. Wow. Guckt er gerade, ob alle okay sind? Schon, oder? RM guckt gerade, ob alle okay sind. Ja. Ja, ne?
So süß, Alter. Das ist wirklich der Leader der Band. Ich finde die Jacke von Wie geil, ne? Ja, mega geil. Ich habe ja so eine ähnliche Muster, aber die haben hier dann noch so Patches dran gemacht und so weiter. Voll geil. Und hinten der Hoodie. Und der hinten der Hoodie auch und so. Unten der Saum nochmal anders. Die Jacke sieht genau aus wie meine, nur mit den Custom-Made-Dingern dran. Willst du nicht meine auch mal Custom-Maden? Ich weiß nicht, ob die so gut aussieht, wenn ich da Hand anlege. Dings. So mega nice. Könntest du ein Video draus machen? Ich habe wirklich von Zara, ne? Habe ich auch so eine Military-Jacke, auch so richtig locker sieht sitzen. Fast genauso aus. Wirklich fast genauso. Es ist nur halt hier so lauter Custom-Made-Patches dran. Oh my God. Das ist so gemein. Aber der hat den voll, der hat AM voll ins Ohr geschrien. Alter. Ach, witzig, Alter, richtig geil. Hi, I'm Andy. Ellen asked me to remind you to subscribe to her channel. Was? Ja. Das Auto so you can see more awesome videos, like videos of me getting scared or saying embarrassing things, like ball peen hammer. And also some videos of Ellen and other celebrities, if you're into that sort of thing. God, ich liebe dieses Outro jedes Mal. Ist immer das gleiche, oder? Ja. Ja, ey, super witzig. Die Jungs wieder mal super sympathisch. Wie ist natürlich wieder mal aus dem Stuhl gefallen. Nee, nicht wie. Ah, wie sitzt der hier? Hä? Der hat sogar die Chucks an, die ich auch habe. Ich glaube, er müsste dein Bias sein. Das ist ja witzig. Ah, der Untertitel. Ich habe genau die gleichen Chucks. 1:1. Witzig. Und die Jacke. Ich glaube, wie es wird so langsam mein Bias. Naja, wir gucken mal, wie sich das weiterentwickelt. Das war's. War wieder lustig mit den Jungs. War echt wieder lustig mit den Jungs. Da werden wir auf jeden Fall wieder einiges noch gucken. Und ansonsten würde ich sagen, vergesst nicht ein Abo dazulassen, damit ihr noch mehr solche Videos sehen könnt. Aber auch K-Pop-Analysen, musikalische Analysen, aber auch Fashion- und Make-up-Analysen mit meiner Fashion ist da. Mademoiselle Dana Rolle. Fashion ist da, ja. Ich kenne das Fashion. Fashion ist da. Ja, Fashion ist Dana. Oh, Fashion ist Dana. Fashion ist Dana. Fashion ist Dana, Alter. So müsst ihr deinen YouTube-Kanal heißen. Du musst dein Instagram alles umbenennen. Deine Hände zu über. Boom, Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lalalalala. Vergesst nicht zu abonnieren. Lalalalala. Denn, krass, wir sind über 23.000 mittlerweile. Das ist unfassbar. Aber nur dank euch. Hier entwickelt sich wirklich gerade eine richtig geile Community, ohne Scheiß. Es findet echt ein geiler Austausch statt, selbst bei Videos, die etwas kontrovers vielleicht sind, so wie das Rammstein-Video letztens, waren aber auch viele Leute, die dann mir den Rücken gestärkt haben und verstanden haben, was ich mache. Oh, das wurde leider gesperrt, das Video, weil Rammstein lässt viel sperren, deswegen werde ich das jetzt nicht mehr machen für Rammstein. Aber Taylor Swift zum Beispiel konnten viele auch nachvollziehen, dass ich, oder haben verstanden, dass ich halt, ich habe halt gesagt, ich bin kein Fan von ihr, aber habe es halt trotzdem versucht, objektiv zu analysieren und ist auch, glaube ich, soweit gelungen. War trotzdem eine gute Nummer, muss man halt einfach sagen, aber ich bin so einfach nicht der Taylor Swift-Fan, aber bei den Jungs sieht das schon anders aus. Das ist halt die Sache. Ich kann wirklich sagen, dass ich die Jungs auch cool finde. Ja, ich feiere die total. Voll. Ich meine, wir haben jetzt von denen am meisten auch Background-Footage sozusagen geguckt und uns reingefahren, deswegen ist da einfach mehr Verständnis da und eben auch Sympathie bei Taylor Swift. Ich weiß ich nicht, ich finde die einfach nicht, die hat nichts, so eine Fläche, irgendwas, kleinen Finger, wo ich sagen kann, finde ich cool. Also kann ich mich irgendwie mit dran hängen oder ziehen oder so. Die Jacke ist echt cool. Na gut, okay, genug gequatscht, danke. tschüss, bis zum nächsten Video. Abonniert den Kanal und Dana auf Instagram und spamt sie zu, dass sie jetzt auch YouTube machen soll. It's coming.